Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Pelle 2104. Ich sag schön, dass du dabei bist. Wir sind hier auf der Nordfriedmarsch. Der vierfachen Map. Aktuell am Reparieren. Oh, der hat es nötig gehabt. Ja. Machen wir den auch gleich wieder sauber. So, mit dem Düngen sind wir erstmal durch. Das haben wir jetzt alles geschafft. Und können wir den erstmal zur Seite wieder packen und werden dann schon mal alles für die Ernte vorbereiten. Na komm schon. Wie rutscht der hier gerade? So, naja. Ach, dann hier gerade so stehen. So, zack, egal. Dann haben wir den jetzt reingebracht, dann holen wir uns jetzt mal den Kalkstreuer noch, dass der jetzt auch mal weg ist. Wir den mal anständig dann irgendwo geparkt haben. Weil da muss jetzt auch gleich der Drescher vorbei. Den nehme ich mal auf diesen Weg. Und rein Tor rein. Ups. Ach, Tastatursperrung nervt. Wenn die mal stehen. Ich weiß, was wir da jetzt gleich noch brauchen und den nehmen wir jetzt gleich mit. Tja, müssen wir den Nachbarn Bescheid sagen, dass er gleich mal die Wäsche abhängt. Weil wenn wir anfangen zu dreschen, dann staubt er so ein bisschen. Was wir schon mal machen können ist, die Strohablage schon mal anschalten. Weil wir brauchen ja auf jeden Fall das Stroh. Weißt du was? Dann können wir den doch nicht wieder anschließen. Wir können nämlich gleich dazu fahren, weil dann kann der nämlich als Abfahrer fungieren. Ja, dann gucken, können wir dann einmal einen kompletten Anhänger, können wir dann in die Saatgutproduktion stecken.
Hühner und ja, den Rest müssen wir mal gucken, was wir dann machen. Ja. Fabian. Ja, der hat es bald geschafft hier, würde ich sagen. 80%. Der Ferguson kann noch nicht. Würde ich gerne mal gucken. Ich würde gerne noch so einen Mullenkipper mir irgend sowas holen. Mir gefällt nicht. Rampe und bitte Agro. Ja. Geld quasi. 40.000 Liter, das ist doch schon mal was anständiges. Also hier dieser ganz schick, diese Road Trains, aber ja, bisschen schwierig hier. Da ist ja nur ein bisschen erster. Noch höher. Kommt nichts mehr. Leider nicht, weil das einfach das Volumen zu. Ach, 40.000. Leider. Dann gehen wir nochmal schnell hier auf den. Da war hier der Krampel. 1000. Na gut, den brauchen wir jetzt noch nicht. Also 80.000 würde der uns kosten. Dann warten wir da erst noch mal ein bisschen. Ja, jetzt noch kein Muss dahinter. Wachstum. Ist jetzt quasi hier auf der letzten Bahn. Da fahren wir doch schnell mal mit dem. Und ja, schauen wir das uns an und gucken, dass wir da den richtigen Punkt dann erwischen, dass wir dann hier quasi ausmachen können. Ja, echt schade, dass das hier nicht quasi beide also dass es sich nicht synchronisiert hier mit den Autodrive-Kursen im Singleplayer, weil ja, ich habe ein paar Kurse eingefahren, dass ich die dann quasi nicht auf beiden habe, weil beim Dings funktioniert es ja auch. Cosplay. Ja. Geschlossen, zack, fertig.
Pflanzenschutz ist teuer. Cool. Ich. Genau, dann müssen wir hier rüberfahren, dass wir dann runterkommen. Ja, dann können wir den zurückfahren lassen, wieder Richtung Hof. Ich muss gucken, dass ich mir die Autodrive-Kurse von dem anderen Spielstand hole. Ich denke, das werde ich auf jeden Fall machen. Das ist. Ja, ich fahre mal auf die Parkposition. Wir hier eigentlich mal ein bisschen vorspulen. Im Wachstum. Dass wir die Nacht überspulen und dann wobei was wir noch mal machen könnten so, wir brauchen gerade mal den kleinen Anhänger. Könnten wir eigentlich noch mal ein bisschen machen. Bei 30 können wir laufen lassen. Mich würde es ja mit der BGA interessieren, weil irgendwie, weiß nicht, irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass hier diese Global Company BGA nicht so funktioniert. Weiß nicht, wie bei euch die Erfahrungen mit der BGA sind, aber ich weiß es nicht. Ich habe da so ein bisschen das Gefühl, als ob die nicht funktioniert. Würde ich das doch schon gerne mal hier gleich abkippen. Okay, naja, scheint doch zu funktionieren. Also es kommt zumindest etwas Geld rein. Ich hätte es immer gewundert, dass er oben irgendwie keine Anzeige hat dafür. Deswegen dachte ich so, das Ding funktioniert nicht. So. Wie sieht es hier eigentlich aus? Wir brauchen Heu.
noch mal gerne machen würde, ist hier. Warte mal. Komm mal aus. Nehme ich gern mal hier die Gülle holen. Die können wir nämlich auch in die BGA reinkippen. Bisschen Geld müssen wir dann nämlich jetzt hier produzieren quasi. Das ist voll, dann holen wir uns die Gülle raus und sorry, ja, ist nicht viel zu holen. Wo wir hier die Gülle herkriegen. So, da ist die Gülle. Na, was ist denn hier los? Wollen wir nicht, oder? Gülle müssten wir haben, oder? Irgendwas. Ja. Egal. Gucken wir das nächste Mal. Mal gucken, wo wir hier rein. Also müssen wir die dann hier jetzt wahrscheinlich reinkippen. Mal nämlich hier die Gülle rein, wird verarbeitet, Gärreste kriegen wir raus und das werden wir dann Gärreste, wenn wir dann auf der anderen Seite quasi dann hier auffüllen und werden die dann zur Düngerproduktion bringen. So, gleich haben wir 0 Uhr, das bedeutet, wir haben dann die Abrechnung noch von dem Tag. Die nehmen wir mit und dann beenden wir die Folge. Weil so ein bisschen drüber sind wir schon. Okay.
Geld hatten wir wieder gekriegt von der BGA. Ja, was haben wir gekriegt? Kreditzinsen, Betriebskosten, Fahrzeuge, Gebäude, aber auch Einnahmengebäude. Passt doch. Dann würde ich sagen, dann beenden wir hier die Aufnahme. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt mir einen netten Kommentar. Und über ein Follow würde ich mich freuen. Macht's gut. Tschüss. Euer Pille. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.